Und jetzt kommen wir zur Politik und es wird ein bisschen ernster mit U-Ausschuss und Koalition auf Bundesebene. Wie geht es beim einen und beim anderen weiter? Da darf ich die Grünen-Abgeordnete und eben Fraktionsführerin Nina Tomaselli via Zoom bei mir begrüßen. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend aus Wien. Hallo. Die Stimmung im U-Ausschuss ist ja aufgeheizt. Praktisch jede Frage, wie man hört, wird beeinsprucht. Die ÖVP sieht ja hier schon eine Steuergeldverschwendung. Was bringt denn dieser U-Ausschuss noch? Naja, also wir sind jetzt beim U-Ausschuss quasi auf den letzten Kilometer, wenn man sagt, der ganze Untersuchungsausschuss ist ein Marathon. Der Marathon wird ja leider nicht entsprechend verlängert. Unserer Meinung nach gibt es da noch Material genug. Aber ja, also das ist natürlich klar für die ÖVP, ist die ganze Angelegenheit höchst unbequem. Der Untersuchungsausschuss heißt ja auch ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Und jetzt versuchen sie das Ganze klein und schlecht zu reden. Ich glaube aber, dass die Arbeit des Untersuchungsausschusses an sich bisher recht erfolgreich war. Der Untersuchungsausschuss hat wichtige Gesetzesvorhaben wiederum angestoßen. Und ich denke, dass am Ende dieses Untersuchungsausschusses oder des vorläufigen Endes des Untersuchungsausschusses wird nächste Woche sein, noch einige Dinge quasi wie als Cliffhanger oder noch überbleiben werden, wo wir sagen können, da wollen wir noch weiter nachforschen und noch weiter ins Wespennest stechen. Wenn es nun keine Verlängerung gibt, das hängt ja von den NEOS ab und die NEOS haben sich noch nicht endgültig entschieden. Es geht viel um das Thema, um die Person Thomas Schmidt dabei. Wie wäre es dann sinnvoll, einen neuen U-Ausschuss zu einem bestimmten Thema einzuberufen? Also das Untersuchungsausschussrecht ist ja Minderheitenrecht und auch damit Oppositionsrecht. Das ist auch dort gut aufgehoben. Was wir aber in dem Untersuchungsausschuss schon gesehen haben, dass über die Untersuchungsausschusszeit hinaus immer mehr Fragen aufgetaucht sind. Wir sind mit den drei Kernthemen quasi gestartet mit der Grundthese, dass ein Machtzirkel rund um Sebastian Kurz versucht hat, die Republik zu täuschen. Da hat man gesehen, anhand von Fake-Umfragen, konkrete zum Beispiel Beinschab, an Spezialbehandlung für Superreich ist Sigi Wolf oder René Benko, Postenschach im großen Stil, Thomas Schmidt ist ja das beste Beispiel. Diese Thesen haben sich, glaube ich, schon mit der Zeit wirklich zu handfesten Beweisen auch erhärtet. Und auf dem Weg, des Untersuchungsausschusses, der ja im Februar quasi gestartet ist, bis jetzt, sind wir auch noch auf Themen gestoßen, mit denen wir natürlich anfangs überhaupt nicht gerechnet haben, die aber genauso in diesen Themenbereiche reinkommen. Denken Sie nur an den Wirtschaftsbund in Vorarlberg, also den Finanzsteuerskandal oder auch die Millionenzahlungen, die die ÖVP-Teilorganisationen aus dem MPO-Fonds bezogen haben, eigentlich Gelder, die den Vereinen zugutekommen. Aber auch die sogenannte Russland-Connection, die ist sicher anfangs sehr, sehr unterschätzt worden. Und all diese Themen, insbesondere was das Russland-Thema anbelangt, glaube ich, bin ich sogar überzeugt davon, dass das großes Potenzial hätte, in einem eigenen Untersuchungsausschuss beleuchtet zu werden, weil das ist ja schlussendlich auch, was sich die Menschen interessieren. Wieso ist meine Gasrechnung so hoch? Sie haben jetzt wirklich viele Themen angesprochen, eben das Russland-Thema, was sich ja nochmals eignen würde, um sich das anzusehen, sozusagen der Cliffhanger vielleicht am Ende. Aber wurden dann nicht zu viele Fragen am Ende in diesem einen U-Ausschuss behandelt, sodass man eben als externer Beobachter, externe Beobachterin doch auch gerne mal den Überblick verliert? Das ist wohl so, wobei man auch sagen muss, das Überthema ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gibt einfach schon mal ein breites Feld vor. Es wäre
meiner Meinung nach genau den, hätte den Charme eben für einen neuen Untersuchungsausschuss, dass wir da ein abgestecktere Fragestellung hernehmen, beispielsweise eben die Frage, wieso energiepolitisch in der Zeit, nicht nur in der Zeit von Türkis-Blau, aber insbesondere dort lieber auf Putin-Russland-Gas gesetzt worden ist, anstatt auf erneuerbare Energien. Hat sich jetzt Ihrer Meinung nach der Name ÖVP-Korruptionsausschuss bestätigt? Na, der Untersuchungsausschuss, wie gesagt, ich habe gesagt, was die Kernthemen des Untersuchungsausschusses sind, das Inseratengeschäft gepaart mit Fake-Umfragen, mit Spezialbehandlung von Superreichen und großen Schaffung. Und wenn Sie all diese Themen anschauen, dann sehen Sie, dass wir mit deutlich mehr aufhören, wie wir gestartet sind. Bei den Inseraten-Causes sind wir, wie gesagt, mit Beinschab, allbekannt Beinschab-Tool in Zusammenarbeit mit Österreich. Das haben wir als Grundlage herangezogen, aber auf dem Weg kommt noch eine Inseraten-Causa mitten in Vorarlberg beim Wirtschaftsbund dazu. Wir haben ein Inseratengeschäft aufgedeckt, auch in Tirol. In den nächsten Tagen werden wir auch viel zum Inseraten-Business der Niederösterreichischen Volkspartei hören. Also Sie sehen, hier tut sich schon ein deutliches, verstärktes Muster auf. Genauso wie bei den Spezialbehandlungen für Superreiche, Stichwort, Stichwort Kure der Reichen, auch das war bekannt. Mittlerweile wissen wir aber, dass sich auch der Verdacht deutlich erhärtet bei Steuerangelegenheiten bei René Benko, dass man also nicht nur versucht hat, den Multimillionär Sigi Wolf da kräftig unter die Arme zu greifen, sondern auch einen Multimilliardär nach eigener Definition so, dass der sich ein paar Millionen Euro ersparen kann. Jetzt tat sich ja dann vieles auf, was Sie zu Beginn noch nicht wussten. Haben Sie denn jemals auch die Koalition mit der ÖVP an sich in Frage gestellt, wenn Sie an diese Causen denken, beziehungsweise wenn immer wieder neue, vielleicht fragwürdige Dinge an das Licht der Öffentlichkeit kamen? Einfach ist es jedenfalls nicht und das macht mich auch betroffen. Vor allem der Bundespräsident hat, finde ich, wirklich eindrücklich in seiner Rede geschildert, um was es eigentlich geht. Nämlich, also er hat die Demokratie ja mit einem Haus verglichen und dieses Haus, hat er gemeint, ist, und damit war die Korruption gemeint, ist von lauter Wassereinbrüchen in Gefahr. Also die ganze Substanz ist in Gefahr. Was man sieht, ist eben, dass das Vertrauen in die Politik leidet. Gerade diese Woche ist der Demokratiemonitor veröffentlicht worden, wo man sieht, die Vertrauenswerte in die Institutionen insgesamt, aber auch vor allem in die Politik, die sind im Keller. Und wenn ich nochmals dieses Sprachbild benutzen darf vom Präsidenten, natürlich, wenn man sein Haus saniert, und jeder, der schon mal bei einer Sanierung dabei war, also das heißt beim eigenen Haus oder bei der eigenen Wohnung, weiß, wie viel man da auch wirklich rausnehmen und rausschleppen muss und wie viel Dreck da eigentlich entsteht, so, dass nachher was Besseres entsteht, nämlich ein wohnliches Umfeld, etwas, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, darum geht es jetzt gerade auch im Untersuchungsausschuss. Das, was wir hier tun, wir sind hier und versuchen sozusagen alles Alte, das die Substanz gefährdet, ihr aufzurütteln, rauszuräumen, damit eben nachher was Besseres entstehen kann. Nämlich wieder, ja, eine Politik, wo die Österreicherinnen und Österreicher sagen, auf die kann ich mich verlassen und der vertraue. Wenn es darum geht, um so eine Sanierung, dann gehören auch Gesetzespakete dazu. Jetzt sind aber noch relativ große Antikorruptionspakete, wenn man sie so nennen kann, noch nicht einmal in Gesetzestexte gegossen oder eben nicht fertig beschlossen. Wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Antikorruptionspaket aus, um eben gewisse Lücken auch im Strafrecht zu schließen, Stichwort Mandatskauf? Also jetzt muss ich Sie leider korrigieren, Frau Enricher. Bei diesen Dingen sehe ich das Glas lieber halb voll wie halb leer.
Der Untersuchungsausschuss, dieser jetzige ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, wie jener des Ibiza-Untersuchungsausschusses, die haben dermaßen gute Arbeit geleistet. Das kann man auch wirklich sagen, indem sie gute Gesetzesnovellen auch angestoßen haben. Und wir haben da schon einiges beschlossen. Das größte Paket ist sicher das Parteientransparenzpaket, das im Übrigen, glaube ich, auch so in Vorarlberg ohne Wirtschaftsbund Duhl nicht möglich gewesen wäre. Aber ja, Sie haben recht, es fehlen dabei noch Gesetzespakete. Der Bundespräsident hat auch darauf hingewiesen, dass er der Meinung ist, dass gerade die heilende Wirkung hätten. Wir sehen da vor allem die ÖVP am Zug, die bisher da leider sehr bremsend unterwegs ist, vor allem was die Antikorruptionsstrafgesetzgebung anbelangt, aber selbstverständlich natürlich auch Informationsfreiheit statt Amtsgeheimnis, das wäre genauso. Und die ÖVP wird sich und auch Bundeskanzler Nehammer wird sich schlussendlich daran messen lassen müssen, wie ernst sie das wirklich gemeint haben, dass sie es jetzt wirklich angehen wollen mit der Transparenz, ob diese Pakete beschlossen werden, ja oder nein. Woran scheitert es denn derzeit? Was sind denn noch die offenen Fragen, wenn man an das Strafrecht denkt, aber auch vor allem, wenn man an das Informationsfreiheitsgesetz denkt? Na, beim Strafrecht sind es wohl eher Details. Das Gesetzespaket liegt jedenfalls schon so lang bei der ÖVP, wenn es noch offene Fragen gegeben hätte, hätte man die schon längst klären können. Bei der Informationsfreiheit ist es wohl so, dass auch in vielen Bundesländern da gerade auf die Bremse getreten wird. Auch Landtagspräsident in Vorarlberg, Herr Sonderegger, war da wenig hilfreich, ganz im Gegenteil. Was die Umsetzung dieses Gesetzespakets anbelangt. Und ich glaube, dass da einfach eine Politikergeneration auch am Werk ist, denen das unangenehm ist, wenn man ihnen auf die Finger schaut. Aber Verwaltungshandeln, politisches Handeln gehört ins Schaufenster und nirgendwo anders hin, weil die wir täglich von Steuergeldern arbeiten, sind Rechenschaft schuldig. Ja? Und was man nicht vergessen darf, ist Transparenz und vor allem Informationsfreiheit. Das ist die beste Korruptionspräventionsmaßnahme überhaupt. Wie lange wollen Sie denn noch zuschauen dabei, dass eben diese Pakete nicht auf den Weg gebracht werden? Sie haben es vorhin erwähnt, Parteientransparenz, also Parteienfinanzierung bei der Parteienförderungsgesetz in Vorarlberg, da war es ja möglich, aber jetzt scheint einiges auf Eis zu liegen. Wie lange kann denn das so weitergehen und die Grünen stehen daneben und schauen dabei zu? Ja, wir schauen selbstverständlich nicht zu, sondern wir kämpfen tagtäglich darum und sind auch wirklich froh, dass es auch einen Untersuchungsausschuss gibt und dass auch die Oppositionsparteien da einfach mithelfen, dass wir das über die Ziellinie tragen. Um was es geht, nämlich, wir könnten selbstverständlich hergehen und sagen, die ÖVP ist so böse und jetzt springen wir einfach weg. Nein, wir machen es uns nicht leicht, gerade was Transparenz anbelangt. Da muss man sich nicht jeden Meter erkämpfen, sondern wirklich jeden Zentimeter. Die alteingesessenen Parteien haben gerade was Transparenz anbelangt, und da schenken sich im Übrigen beide Großparteien überhaupt gar nichts. Nichts freiwillig hergegeben. Alles, jeder einzelne innovative Schritt in die Moderne quasi ist von der Opposition, von den Erneuerungskräften, von den innovativen Parteien erkämpft worden. Zu diesen innovativen Parteien sehen wir Grüne uns. Und deshalb sehen wir uns auch unsere Aufgabe darin, nicht jetzt einfach die Flinte ins Korn zu werfen, sondern wirklich diese notwendigen Reformen. Und nochmal, Bundespräsident Van der Bellen hat verdeutlicht, es geht um nichts weniger als die Herstellung des Vertrauens in die Demokratie. Diese Schritte sind notwendig und dafür kämpfen wir.
zwei Themen, die in Ihrem Bereich von ÖVP und Grünen angekündigt worden sind, aber längst nicht umgesetzt sind, sind das Glücksspielpaket und eben die Reform der Maklergebühr. Wie sieht es denn beim Glücksspielpaket aus? Da geht es ja unter anderem auch um Glücksspielwerbung, um die Drosselung bei den Spielautomaten, dass die Geschwindigkeit rausgenommen wird. Kommt das Glücksspielpaket noch? Ja, da fragen Sie am besten meinen Landsmann, sozusagen den zuständigen Finanzminister Magnus Gruner. Ja, das Glücksspielpaket, das ist genauso ein Punkt, das finde ich etwas schade, dass man in der Öffentlichkeit sagt, es ist einem ernst mit der Modernisierung des Glücksspielgesetzes, ist einem ernst mit dem Spielerinnenschutz und das dann nachher auf die lange Bank schickt. Wie sieht es aus mit der Maklerprovision? Da haben Sie sich in den vergangenen Tagen ja auch öffentlich dazu geäußert. Wie lange müssen denn jetzt Mieter noch eine Provision bezahlen, wenn der Makler aber eigentlich vom Vermieter bestellt worden ist? Ja, Sie sprechen es an. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil die Mieterinnen und Mieter von der ÖVP jetzt wiederum im Regen stehen gelassen werden. Wir haben bereits einen Begutachtungsentwurf vorgelegt im März, den auch gemeinsam im Übrigen mit der ÖVP präsentiert. Der ist in Begutachtung gegangen und nach dem Begutachtungsentwurf möchte die ÖVP jetzt ablösen, anstatt Maklerprovisionen erlauben. Das heißt, schlussendlich für den Mieter und die Mieterin, die Maklerprovision wird dann zwar abgeschafft, aber über die Hintertür wieder für die Immobilienlobby eingeführt. Und das ist wirklich ärgerlich. Das sind politische Spielchen, die man auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter macht. Und deshalb haben wir da auch eben die Notbremse ziehen müssen. Und wir hoffen aber dann doch, dass die ÖVP, die ja auch wiederum in der Öffentlichkeit gerne so tut, als ob sie sich für das leistbares Wohnen einsetzt, da endlich zur Vernunft kommt und dieses Gesetz auch wirklich freigibt. Die Arbeiterkammer hat im Begutachtungsverfahren bezweifelt, dass Mieter tatsächlich dann keine Gebühr zahlen müssten. Also sie hat auch Umgehungsmöglichkeiten geortet. Teilen Sie da zum Teil die Bedenken oder wurden diese ausgeräumt? Wie sieht es da aus? Nun, das ist quasi der Kern, das Kernproblem an der Abschaffung der Maklerprovision. Die Maklerprovision ist schnell abgeschafft. Was wichtig ist, dass man nicht anstatt einer Maklerprovision irgendeine andere Zahlung, Dienstleistung oder Geldwerteleistung vereinbaren kann, damit eben Mieterinnen und Mieter dann nicht erpressbar werden und für irgendeine alte Küche zum Beispiel eine überhöhte Ablöse zahlen müssten, um quasi das Geld der Maklerprovision wieder wettzumachen. Und das ist genau die Klausel, wo die ÖVP jetzt hergehen möchte und das Ganze aufweichen. Und ich glaube eben, dass sie damit einmal mehr einen Gefallen an die Immobilienlobby machen wollen und sich damit wiederum gegen Interessen der Mieterinnen und Mieter stellen. Und das ist wirklich ärgerlich. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Nina Tomaselli, herzlichen Dank für die Zeit und liebe Grüße nach Wien. Dankeschön.